Oh, so viel brauche ich ja zum Glück nicht. Und wenn ich halt anstehen muss, dann ist es halt so. So, was ist denn mit dem Brückengeländer jetzt hier? Wir haben doch da das Abschleppseil Ich habe das hingemacht. Seil ans Brückengeländer gehängt. Ja. Es baumelt jetzt direkt über dem Fluss. Ja. Und? Sag mal, Brücki-Brücko, du kennst dich doch aus. Was treiben eigentlich diese Radfahrer, die an Autobahnbrücken halten und runterstarren? Haben die irgendwas vor? Davon hat mir mein Chiropraktor. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Das ist ein Uferweg. Manchmal hilft es doch, diese Leerdings zu benutzen. Ich gehe um 7 Uhr hin. Ich habe an solchen Tagen beim Einkaufen immer einen Ohrwurm von Kitzhua, die Welt geht unter. Ja, das stimmt. Ich könnte dich wecken können. Ich muss morgen früh auch früh raus, werde um 8 Uhr abgeholt und dann geht's los zu Silvesterparty. Tag, Abend, Phantasialand. Ach, cool. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Spaß. Im Phantasialand. So, was haben wir denn hier alles? Tief und unergründlich. Tief und unergründlich. Nochmal! Geil, wie sie das auch greift. Flump! Geil. Zur Mauer. Tief und Tief und unergründlich? Ja. unergründlich. Was hieltest du von einem Bad im Mondschein, Harvey? Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Was hältst du von diesem Tor, Harvey? Ah, unser Spezialgebiet. Ach, ja. Das klappt so nicht. Was? Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Ach so, haben wir schon einen? Ach, Tatsache. Okay. Verflucht. Da ist einfach zu viel Rost. Aha! Wir sind klug. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Jetzt haben wir gerade einen Lauf. Verflucht. Da ist einfach zu viel Rost. Hey, ich habe doch schon entrostet. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Generalschlüssel? Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Aber ich habe doch schon hier drauf Mal gemacht. sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Ja, danke. Ich hätte meine Klappe halten müssen. Die Behandlung war ein Erfolg. Ja, und? Dann geh doch durch. Verflucht. Da ist einfach zu viel Rost. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Lasst mich
rein, lasst mich rein! Die Behandlung war ein Erfolg. Achso. Ich denke wieder viel zu kompliziert. Ah, Raupi, Raupi, Raupi. Ui. Ui. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Bisschen Respekt. Hier ruht Mattis. Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Das klingt zwar nach einem Klischee, aber ich werde dich rächen, Vater. Guten Abend. Hallo? Jemand zu Hause? Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Geil. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Ich will nicht. Schau mal, Harvey, eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Noch lachst du. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Das Firmenlogo. Ein Vorläufer des Fernsehers. Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Jesus? Bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Oh, Zeit. Ja, dann leg dich mal gut ins Bett. Wer ist das denn jetzt? Ja, danke, dass du da warst. Gute Besserung. Ruh dich gut aus und ja. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Das ist der Pastor. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ignoriert er uns etwa? Hey, du! Ignorierst du uns? Jesus war ein Müffi. Ich glaube, der ignoriert uns. Gerade die Naumburger Dompfeifen. Okay, wisst ihr was? Das fotografiere ich mir ab. Ich kenne mich doch, ich Trottelchen. Okay. Kann ich irgendwas hier machen? Nee. Nix. Gar nix. Ups. Nicht gerade die Naumburger. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen.
Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Ja. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit. Ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Boah, Alter. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Oh Gott. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Nein, Kind nicht. Nein. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Du wirst nie wiederkommen. Er wird nie, nie... Oh, ein Lichtschalter. Kann ich nicht benutzen. Schade. Er wird nie wiederkommen. Es läuft ein Musiksender. Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Wie leuchtet mein Handy? Mein Handy ist komisch. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Wo kennt sie das? Nette Anlage. Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Keine Zeit, Musik zu hören. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Hallo? Hallo? Komisch. Er hört nicht. Keine Zeit, Musik zu hören. Sieht gemütlich aus. Komm, Edna, setz dich ruhig. Nein, ich muss weiter. Es wäre ja nur für einen kurzen Augenblick. Nein und nochmals nein. Meine Polster sind so weich. La la la, ich höre nicht zu. Ich habe keine Zeit. Wo ist er? Da war abfotografiert. Wahrscheinlich muss ich das noch gar nicht machen, aber. Hey. Okay, ja. Okay, Es ist so krass mit diesem Spiel. Das ist so groß und umfangreich. Ich bin begeistert. Abgeschlossen. Okay. Was? Ah, Edna. Alter, das ist nicht sein
Ernst? Das kommt nun mal davon, wenn man einen Ehren aus der Anstalt... Ich wusste es! Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Wow. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Ich wusste, dass wir dem nicht trauen konnten. Ich hatte ja keine Ahnung. Okay, das ist krass, also wow. Ja, ich habe es ja noch nie selber gespielt, richtig? Ich habe es ja nur beim Gronkh geguckt, aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Wow, also Hut ab, Respekt. Ich habe echt gedacht, dass es das jetzt so Richtung Ende geht, aber holy Macaroni, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Da geht es noch ein ganzes Stückchen weiter, ja. Das ist so heftig, also wow. Es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gebracht mit euch und ihr habt mir echt gut geholfen. Ich war heute echt am Verzweifeln und ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht so übel, dass ich irgendwie so ein bisschen doof bin. Vielen lieben Dank euch allen. Bye, bye. Danke euch für den tollen Stream. Ciao. Danke.